Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Rust. Ja, man hört's und man sieht es schon. Die Tür ist gepanzert. Die beiden Wände sind, die drei Wände sind schon aus Blech. Und der Boden ist auch aus Blech. Ich habe in der Zwischenzeit, wo ich nicht aufgenommen habe, einfach nur das, was wir vorher zusammen gesammelt hatten, ein bisschen geschmolzen. Das ist immer noch ohne Ende da. Ich hatte jetzt aber auch kein Holz mehr. Und dann dachte ich mir, na, dann nimmst du noch mal eine Runde auf. Und so sind wir auch hier. Ich habe hier übrigens auch das neue Schloss reingebaut, also ausgetauscht, damit wir diesen Schlüssel eigentlich nicht mehr brauchen. Jetzt haben wir Schloss noch da. Ist ja egal, vielleicht kann man es doch mal verwenden. Kisten sind auch voll. Scheiße, geht auch zu. So. Ich hatte mir überlegt, dass wir eventuell noch mal ein bisschen, ja, laufen. Einfach mal, ach, da fällt mir gerade auf, wir brauchen noch ein bisschen Werkzeug, weil unsere Werkzeuggegenstände sind gleich schon kaputt. Das ist natürlich irgendwie kontraproduktiv, ne? Würde ich mal so behaupten. Moment, ich muss mal hier eben nebenbei auf so ein Handy zu schauen, was gerade irgendwie nicht scheint aus zu sein. Ja. Okay, mein Handy-Akku war also leer. Das wusste ich allerdings nicht. So, schön hier Holzfarm erstmal. Dann machen wir uns nämlich noch die beiden Werkzeuge, die wir brauchen. Einmal die Hacke, also die Spitzhacke. Und die Axt oder das Beil oder wie auch immer das Dings heißen soll. Da hinten ist einer. Oh, da hinten sind drei. Vier. Nein. Flüchtet. Flüchtet. Alter, leck mich doch fett. Oh. Was machen Sie da draußen kaputt? Oh, Alter. Scheiß doch die Wand an. Oh, sie versuchen den Code. Wie laufen denn da rum? Also gerade durch den Schlitz hat man so, also links, hat man gerade so die langlaufen sehen. Und das waren jetzt schon drei, vier. Oh, heilige Wurst, ey. Die waren jetzt nicht ohne. Also hätten... Ich glaube, da wären wir auch nicht mehr... wir wären nicht weit gekommen. Hätten wir jetzt irgendwie durch die Wildnis fliehen müssen oder irgendwas, ne? Da wären wir echt. Da wären wir jetzt echt am Arsch gewesen. Na, ich habe aber das dumpfe Gefühl, dass die nämlich draußen noch warten werden. Die werden sich nicht so einfach verpissen. Aber ich werde mich auch weigern, hier zu betteln und zu flehen, dass die mich nicht töten. Dann sterbe ich lieber. Das ist irgendwie doof, aber ist halt so. Okay, wir stellen mal zwei davon her. Oder drei, vier. Und nehmen wir ein paar mehr lieber. Da hatte ich jetzt echt Schwein gehabt, muss ich sagen. Ich
bin eigentlich gerade nicht mehr davon ausgegangen, dass wir da jetzt noch wegkommen. Beziehungsweise habe ich gedacht schon für kurze Zeit, dass die hier noch reinkommen irgendwie. Oder dass ich nicht schnell durch die Tür reinkommen, Tür nicht zugeht. Oder die jetzt hier einfach in die Luft sprengen. Schon wieder der Trupp, ne? Oh, ich will nicht raus. Wie? Die kann da noch nicht mal... Alter, das gibt's doch nicht. Die kann da nicht... Nicht mal übereinander packen. Ja, toll. Niemand stapeln kann da die Scheiße. Was machen wir nun? Wenn sie draußen sind, werden sie uns töten. Scheiße, ey. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen sollen. Also wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt unvorsichtig sind, mach jetzt die Tür auf. Kann alles hier umsonst gewesen sein. Ich würde sagen, einen kurzen Moment werden wir nochmal innehalten. Wir horchen den Plätschern des Regens. Bereiten uns auf das vor, was vor uns liegt. Und pinkeln uns nochmal ordentlich in die Buchse. Nein, ich habe hier noch meinen schönen Whisky Cola, den ich jetzt erstmal noch einen Schluck nehmen werde. Ein bisschen Mut antrinken, so nach dem Motto, ne? Nein, natürlich nicht. Alkohol ist keine Lösung. Was ist das, was da hinten? Ein Stock? Ich brauche unbedingt ein Fenster. Irgendwo, aber weiter oben. Schweinebacken haben sie auf meine Stufen hier kaputt gemacht. Also die hätten sie mir auch lassen können. Also kommt schon, ey, das ist doch doof. Naja. Das ist irgendwie unnötig. Und das war dann so die Frustration. Ah, scheiße, der ist in seiner sicheren Hütte. Da kommen wir nicht rein. Dann machen wir halt die Treppe kaputt. Boah, ich dachte echt jetzt, scheiße, jetzt kriegen die mich. Ja gut, hat auch nicht viel gefehlt. Und die hatten mich ja schon eigentlich so gut wie. Also reicht ja das Rumballern, ne? Also ein paar Mal treffen und... Das haut schon ordentlich weg. Wir müssen auf jeden Fall aus dem Schnee raus, das ist auch klar. Aber ich will dieses Fass haben. Beziehungsweise eher den Inhalt. Der sich da drinnen befindet. Eventuell. Blaupausenteile. 12 Stück. Ist das ein einzelner? Das soll aufhören mit dem Scheiß. Ich hab ihm gesagt, er soll aufhören mit dem Scheiß. Naja, hab ich ihm nicht, aber... Ich hätte das... Oh, my bad. So. Was hat er denn Schönes? Das nehmen wir ihm weg. So, das sieht doch ganz gut aus. Ach, warte mal, die Pfeile wollte ich noch haben.
Ja gut, ich war ein bisschen bedrohlich zu ihm. Scheiß, das ganze Fressen an die noch. Ich will mich hier nicht so lange aufhalten. Komm schon. Den Holzfall haben wir nämlich auch noch mitgenommen jetzt. Ach guck mal, so viele Blaupausen hat er auch noch. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach komm, Alter, wir müssen jetzt erstmal wieder zurückstellen. Habe ich noch Holz? Ja, für eine Kiste, ne? Boah, erstmal überlegen. Jetzt. Ey. Scheiße. Behind you? Weiter mich? Ich will gar nicht wissen. Alter, den haben wir uns aber gut geholt, ey. Das muss ich sagen. Das war nice. Ja, mittlerweile ist der Speer eine richtig schöne Waffe, ne? Den kann man richtig einen schön reinzwiebeln. Das Doof ist natürlich, wenn man nicht trifft. Aber ich glaube, bis jetzt habe ich... Ach ja, scheiße, wir kommen ja gar nicht so einfach dahin, oder? Vielleicht von hier. Hier ist noch recht tief. Oh, jawohl, ist das fett. Jetzt machen wir uns erstmal eine Blaupause hier, ne? Die kriege man irgendwie immer zum Anfang. Aber wir können ja noch eine machen. So, das ist ein Jutehemd. Das haben wir auch. Improvisierte Sturmhaube. Nehmen wir. Ein Kapuzenpullover. Nehmen wir. Ist zwar rot, aber nehmen wir. Stiefel. Nehmen wir. Unterhose. Ich glaube, jetzt sieht das schon mal gar nicht mehr so schlecht bei uns aus. Also sah es ja vorher auch nicht, aber jetzt halten wir noch mal einiges mehr aus. Ja, Leben regenerieren wir noch, aber ich glaube, wir hatten noch ein bisschen was zu fressen, ne? Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Blaupausen, sehe ich gerade. Können wir noch mal eine Blaupause enthüllen. Ausrangiertes Schwert, eine mächtige Nahkampfwaffe aus einem ausgefeilten Schraubenschlüssel. Hohe Haltbarkeit, ordentlicher Schaden. Bauplan studieren. Bäm! Das hört sich doch mal richtig gut an und ich bin gut drauf. Ich freue mich. So, wir brauchen Kisten. Machen wir einfach mal 4 Stück. Und den. Achso, das Fleisch, genau. Da wollte ich ja noch mal hin. Nee. Nehmen wir die Holzkohle mal da weg und dann machen wir das so. Das kommt so hin. Ja, das kommt da auch noch mal hin. Davon auch nur noch mal eins. Oh, jui. Ja, das gefällt mir schon mal. Wenn er hier reinkommt, ne? Boah, das sind mehrere.
Ich glaube, ich will hier gar nicht mehr raus. Ist viel zu gefährlich da draußen. Okay, so. Das haben wir. Die Kisten haben wir auch. Drei Stück. Achso, dann. Moment. Ich das mal eben da hinwerfen. Damit die Kiste noch ins Inventar passt. Da müsste man auch ganz gut an den Ofen rankommen, ne? So. Dahin, dahin. So. Passt da noch eine hin? Aber wie weit müssten wir das denn nach hier vorne? Das geht nicht, ne? Das ist nicht schlimm. Dann kommt die hier hin. Gut, muss man halt rüberhüpfen, ne? Ach, meine Güte, das ist ja... Pilleballe, das ist ja völlig egal, wenn man da rüberhüpfen muss. Holzkohle. So. Jetzt ist natürlich alles eng an eng hier, aber dafür ist dieser Raum dann nachher auch der am meisten geschützte. So, also erstmal, den ich vorrangig ausstatte, einfach damit wir hier sicher sind. Und hier kommen jetzt erstmal alles Mögliche rein, was wir einfach gerade so haben und nicht brauchen. Wo ich einfach nicht weiß, was wir damit machen sollen. So, die Wasserpulle kann da nämlich auch mit rein. Und ja, nee, die behalten wir mal. Komm, das Ding kann da auch rein. Ja, das kann da auch rein. Das Holz auch, die Mütze auch. So, jetzt haben wir hier natürlich noch eins davon. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Ah, der Rest ist erstmal egal. Der kann erstmal da bleiben. So. Ich muss nochmal hier eben einen kräftigen Schluck nehmen. Alter, ich hab echt Schiss, wieder rauszurennen. Ach, guck mal, die ist auch kaputt. Aber müssen wir die andere noch mitnehmen. Ja, Gott sei Dank ist das nochmal aufgefallen, ne? So rum will ich das haben. Wo habe ich den jetzt reingepackt? Die habe ich da reingepackt, ne? Joa. Aber ich glaube, da reicht's, wenn wir dann nochmal so einen davon mitnehmen. Ach, Moment. Das ist doch so rum besser, weil... Hat man das in der Hand? Nee, dann kann man schnell zur Waffe wechseln und schnell zu dem anderen. Jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass wir das überleben. Also noch ein paar Blueprints wären auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich habe das Gefühl, oder... Das ist das Gefühl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nach dem Vibe auch wieder alle verlernt sind. Was ich ein bisschen schade finde. Also wenn man das Server schon vibet, dann sollte man doch wenigstens die Blueprints lassen. Finde ich. Vielleicht denke ich auch nur so, weil ich so selten so weit komme, dass ich... Ja, so viel zusammen habe. Das meiste habe ich ja von irgendwelchen Leuten gerade, ne, bekommen, sag ich mal. Komm, Stein können wir jetzt auch wieder mitnehmen. Wir brauchen ja eh Stein. Stein braucht man immer. Aber das ist natürlich nicht meine Haupt... mein Hauptanliegen momentan. Ich will natürlich noch ein bisschen, andere Sachen bekommen. Eine Waffe oder sowas. Das wäre mal richtig cool. Dass ich, auch mal irgendwie ein Maschinengewehr bekomme oder irgendwas. Eine Schrotflinte könnte ich mir natürlich auch bauen, aber will ich nicht. Weiß ich nicht. Ein Schuss immer ist ein bisschen doof.
glaube ich. Dann mache ich lieber altmodisch. Mit Pfeil, Bogen und Speer. Hat bis jetzt immer gewirkt. Also ich glaube, wenn der Speer auch wirklich trifft, ich glaube, der macht schon immensen Schaden. Und meistens geht das. Also meistens trifft man damit auch ganz gut. Ja, das ist eine ganze Truppe. Mann, Alter. Was ist denn heute hier los? Nicht bewegen. Vielleicht sehen sie uns nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob uns noch einer folgt. Wir haben auf jeden Fall schreckliche Nachbarn, das muss ich sagen. Also es scheint so, als ob wir sie abgehängt hätten. Ich würde aber noch gerne mal eben hier drinnen bleiben. Da fällt mir nämlich ein, wir haben noch gar keine Karte. Da müsste ich nochmal kurz gucken, dann bräuchten wir 5 Papier. Das würde ich sagen, machen wir eben. Weil das hat ja echt keinen Sinn. Ohne Karte hier rumzurennen, das ist echt scheiße. Ich bin ja echt Paranoia, ey, wenn man hier ständig attackiert würde. Jetzt weiß ich, wie es den Leuten geht, die ich schon heute getötet habe. Nein, das war jetzt natürlich auch so. Ich glaube, das ist aber auch ein Spiel, da darf man nicht lange nachdenken, wahrscheinlich. Natürlich, na, es ist schon immens PvP, also schon teilweise ein bisschen zu viel, aber man ist verleitet dazu, ne? Weil man will auch weiterkommen und wenn man ständig stirbt, dann ist es, glaube ich, auch einfach so, dass man schnell anfängt, die Leute einfach auch zu killen. So, ja. Also ich brauche das Holz gerade momentan überwiegend, um ja die Erze zu schmelzen, weil das sind immer noch immens viele, die da einfach bei uns in dem Ofen sind. Nebenbei versuche ich natürlich noch einen zweiten Ofen zu ergattern. Also, naja, das brauchen wir nochmal. Genau, Tierfette brauchen wir noch. Da haben wir nicht genug für. Oder nicht genug von. So. Von daher wird das alles sich noch ein bisschen ziehen. Ich packe mal jetzt hier gerade einfach schon mal ein paar Sachen weg, die wir jetzt schon mal so gesammelt haben. So, und dann machen wir uns die Karte. Die Papierkarte.
herstellen. Da braucht auch wieder 29 Sekunden. Hiyo, we only wanted to be friends. Aha. Menu inside my. Das ist auch geil. Ich bin mal ganz ehrlich. Man kann bei Rust nicht erwarten, dass man hier rumspaziert, auf Leute trifft und wenn man von denen getötet wird, dann das Netten kommt und sagt, oh, du, das war aber böse. Du hättest hier vorher vorwarten müssen. Du hättest sagen müssen, dass du schießt. So nach dem Motto, also, nein. Das ist auch nicht was, das ist... Ja, es ist halt doof manchmal, ne? Also ich riech mich ja auch oft auf, dass man dann so oft stirbt, aber... Es ist halt so, ne? Also... Rennt da irgendwem hinterher? Der ist so schnell, deswegen. Alter, ich treffe den noch. Oh, okay, man braucht definitiv 3 Schuss. Von was wurde ich denn jetzt getroffen? Hier ist doch auch keiner. Das ist gerade so ein bisschen unlogisch. Der war doch noch so weit weg. Wie konnte der mich denn erwischen? Jetzt laufen wir schon wieder hier hin. Ich scheine irgendwie Selbstmord gelüstet zu haben. Warte mal, diesmal machen wir das so. Ach, guck mal, da ist der Heli. Jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal. Ich habe ihn sonst mal nur gehört. Sag nicht, hier ist kein Fass. Komm schon. Ich bin nicht ganz so weit, mich jetzt entfernen, weil wir haben jetzt gerade wieder Tierfett. Komm, komm, komm. Ja! 50 sogar gleich. Medizinische Spritze, Bauplan studieren. Abmarsch! Zurück, zurück, zurück! Dann können wir uns jetzt nämlich gleich endlich einen zweiten Ofen machen. Ach, wäre das geil. Aber da müssen wir noch ein bisschen Holz mitnehmen, ne? Und ist das sehr schnell verfeuert. Das, was wir momentan haben. This vibes will never end. Joa. Hat er jetzt gerade gefragt, ob irgendjemand einen Blueprint für C4 haben will? Oder habe ich das jetzt irgendwie nur falsch gelesen? Ich habe es nur gerade so am Rande gesehen. Das wäre irgendwie komisch, weil... Jeder will C4. Ich habe mich wahrscheinlich einfach nur verlesen. Ist auch egal. So. Ja, ein bisschen noch.
guck mal, da ist schon das Morgenrot. Und es bringt uns den Tod. Nach dem nächsten Vibe wird keiner... Nach dem nächsten? Wie wird nach dem nächsten hier? So schnell soll aber jetzt kein Vibe mehr kommen. Jo. Rust. In Rust wird gewiped, was das Zeug hält. Das stimmt allerdings. Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen, durch den Chat. Und nur so ein bisschen. So. So, so, so. Ach, das brauchen wir erstmal nicht. So, wir brauchen noch 15 von den Dingern. Von diesem einfachen Brennstoff. Das heißt, ich brauche noch 5. Und den, wo habe ich jetzt meine Blueprint-Seiten oder Stücke, Fetzen, wie auch immer, reingeworfen? Habe ich die jetzt hier? Da habe ich sie. 77. Upgrade. Vielleicht können wir es auch mal upgraden. Ich mach's einfach mal. Blueprint erhöhen. Ein großer Verbandskasten. Plan studieren. Joa, warum nicht, ne? Also, ich war mir immer nicht ganz sicher, was das ist mit dem Upgraden. Und dann wollte ich die draufdrücken, ich wollte die verschwenden. Aber es scheint sich zu lohnen. Also, es sind schon gute Sachen anscheinend. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Eine Reparaturbank können wir uns jetzt auch herstellen. Sehe ich gerade. Machen wir mal. Den Schmelzofen, ja gut, den können wir gerade noch nicht herstellen, weil wir da doch die restlichen Sachen aus dem Inventar eben holen müssen. Wovon ich jetzt hier gerade nur einen habe? Wo ist denn der Rest? Da. So. Habe ich sogar so viele. Ach, Steine muss ich noch nehmen. Steine haben wir aber auf jeden Fall. So, ja, wie man jetzt hier aussieht, da waren ja noch hochwertiges Metall. Da haben wir natürlich auch noch was. 29 Stück. Deswegen ist ja auch unsere Tür gepanzert. 1000 mit... Ja, Forschungstisch. 1000 Metallsplitter. Reine Reparaturbank. Das wäre vielleicht mal was, was wir vielleicht auch mal machen sollten. Aber ich weiß nicht, das lohnt sich momentan noch nicht. Wir haben noch nichts, was wirklich erforscht werden müsste. Oder? Ich weiß nicht. So, es wird langsam eng hier um uns herum. So. Damit haben wir das schon mal. Dann machen wir uns hier den Schmelzofen. Jawohl. Schmelzofen. Holzbarrikade, Zahnschloss, Wasserfälle. Heilt sich selbst oder andere mit dieser Spritze. Linksklick heilt sie, mit der rechten Maus da heilen sie andere. Okay. Medizinische Spritze brauchen wir zum einen und einfach einen Brennstoff. Für was braucht man bei einem Verbandskasten einfach einen Brennstoff? Gut, wenn da hochprozentiger Alkohol ist, dann könnte man damit vielleicht desinfizieren. Vielleicht. Ja gut, so könnte man es vielleicht argumentieren. Haben wir hier noch irgendwo Stoff, wo ich den anderen Stoff mit draufpacken kann? Das weiß ich gerade nämlich nicht. Da. Okay. Haben wir schon mal Stoff. Dann nehmen wir die Steine eben darunter. Das Holz. Okay.
könnten eigentlich mal draußen nochmal weiterbauen. Machen wir jetzt einfach mal, obwohl wir das Holz eigentlich noch brauchten. Aber ich glaube, da haben wir ja genug hier, was wir da ringsrum abbauen können. Das ist ja jetzt nicht so das riesige Problem. Ja, was wir nämlich auch gleich brauchen. Okay, wir müssen also gleich wieder auf die Jagd nach Holz. Das haben wir da drinne. Oh, das wird echt eng hier. Wird Zeit, dass wir mehr Platz bekommen. So, dann haben wir das. Haben wir das. Da ist nichts drin. Ne, da war auch nichts mehr drin, ne? Okay. Ich werde das mal noch ein bisschen aufteilen, aus dem Grunde, denn dass von dreien gleich immer was hergestellt wird. Und ich vermute einfach mal, das ist jetzt meine Logik, dass es dann halt schneller geht. Weil es dann immer, anstatt in der Zeit, wo er einen macht, macht er dann drei. Hoffe ich. Ich glaube, das geht auch ganz gut auf die Technik. Alter, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, wenn die Tür nicht zugeht und einer reingeht, meinen Werkzeugschrank kaputt macht, sich einen neuen hinstellt und das für sich beansprucht. Wenn der Weg ist, noch Feuer, wird mein Haus in die Luft springt. Ja gut, hat das hier verdient. Kann man auch nicht dran ändern, wenn das aus einem Flüchtigkeitsfehler passiert, ne? Boah, ich glaube, ich würde mich schwarz ärgern. Hohoho, bin ja schon schwarz. Nein, aber ach, das... Boah, das wäre schrecklich, ey. Ich glaube, damit könnt ihr nie leben. Ich hoffe, der nächste Server-Vibe hält sich noch ein bisschen hin, sodass wir nochmal ordentlich was machen können hier. Und ja, dann schauen wir mal. Aber ich, ist halt das Problem auch, dass man bei Rust kann ich nicht mal irgendwie 20 Minuten aufnehmen. Dann hätte ich so viele Folgen. Und das wäre so weit in den Rückstand. Das würde sich... Ah, da müsste ich ja so viel hochladen. Das geht gar nicht. Deswegen, ich mache schön lange Folgen. Eine Stunde oder so knapp. Ist halt wirklich extrem lang, muss ich dazu sagen. Ja. Aber ich finde, das ist einfach besser. So. Naja, wirklich viel Holz ist das gerade noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Upsala. Ich habe gerade mal versucht, mit der linken Hand, also meine rechte Hand von der Maus zu nehmen, indem ich die linke Hand drüber packe. So, fliegender Wechsel sozusagen, um an mein Glas zu kommen. Hat irgendwie nicht so ganz gut funktioniert, wie ich es erhofft hatte. Ich glaube, das ist unauffällig wie möglich, aber... Naja. Wenn der Mausgehör auf einmal so verschwindet, ist das, glaube ich, schon irgendwie kontraproduktiv. Aber ich überlege gerade, wann hatten wir denn
als Beinschützen gefunden. Also so eine Beinrüstung. Ich glaube, das war beim letzten Mal. Können wir jetzt wahrscheinlich nicht herstellen. Warte mal, was ist denn der Pulli? Muss ich mal kurz gucken. Den Pulli können wir noch gar nicht herstellen, ne? Doch, Kapuzenpulli. Kann man sich irgendwie die Werte anzeigen lassen? Ich glaube aber, dass dass die Lederweste vielleicht mehr bringt. Oder? Oder warten wir nochmal? Ne, machen es dann den Lederponcho. Den kann man auch wirklich nochmal rüberziehen. Ich glaube, wir machen lieber erstmal den Lederponcho. Ist auch geil, wie asynchron der Schatten ist. Das fällt mir gerade mal so auf. Zumindest bei mir. Jetzt, wobei, jetzt hat er sich ein bisschen gefangen. Das ist schon amüsant manchmal, wenn man so Kleinigkeiten dafür mal sieht, ne? Die mir vorher nie aufgefallen sind. Oh, ich bin gleich froh, wenn wir das ringsrum nochmal fertig haben. Dann können wir immer noch eine zweite Etage bauen und hin und her und tralala und filidi, filida, falada. Das wird natürlich noch massig Holz kosten, auf jeden Fall. Also, da sind wir lang noch nicht mit fertig. Ich denke mal auch, dass wir noch. Ja, wir müssen noch mehr sammeln, ne? Oder verbauen wir das jetzt erstmal? Was sagt da? Ach komm, wir verbauen das Holz erstmal. Oder ich habe da noch so eine Idee. Wir nehmen uns den Stein, der dann gleich wahrscheinlich komplett weg sein wird. Den Hammer, der hoffentlich nicht gleich alles weg sein wird. Also Stein, da werden wir definitiv zu wenig haben, um das jetzt hier komplett aufzuwerten. Ja, sag ich ja. Aber dann kann man, hier hat man schon mal eine Grundlage, wo man dann auch was bauen kann. Was wie ich finde. Na. Ich hasse, dass man die Sachen einfach werfen kann. Ja, ich überlege halt, ob ich jetzt hier noch. Dann schon Holz hinmache. Das vielleicht doch schon machen. Ja, gut, man hätte dann zumindest schon mal mehr Platz. Die wichtigen Sachen, die können wir noch alle dann in der sicheren Bude auch lassen. Aber dass man zumindest schon mal einen Schritt weiterkommt hier, ne, was das hier angeht. Nö, nee, das reicht nicht. Das sieht schon irgendwie ein bisschen protzig aus. Naja, gut. Im Gegensatz zu anderen Bauten, die ich jetzt schon mittlerweile gesehen habe, ist unsere natürlich immer noch winzig. Auch wenn diese fertig wird. Es sieht trotzdem noch klein. Aber dafür würde ich behaupten, sind die anderen auch meistens zumindest nicht alleine. Sind, ja, nicht alleine, doch, war richtig. So, hinein.
Das war natürlich klar, dass der Ofen jetzt schon leer gebrannt ist. Bei so wenig Holz. Aber ich wollte nur mal gucken, haben wir noch Leder? Haben wir noch Leder? Boah, ich muss das unbedingt sortieren hier. Jawohl, wir können jetzt noch einen Lederponcho machen. Der ist denn wahrscheinlich, wenn wir über Kleidung gucken, einen Lederponcho herstellen. Dann haben wir, glaube ich, alle, ja, haben wir alle Slots auch besetzt. Das heißt, dann sind wir auf jeden Fall schon mal relativ gut ausgerüstet. Den Poncho. Ei Tancho. Was haben wir hier drin mittlerweile? Ja, da passt noch ein bisschen weit, ne? Aber wir können ja schon mal das nehmen und aufwerten. Das können wir nehmen. Ach so, wartet mal. Ich hatte da noch. Den kann man nicht auswählen, ne? Den Balken. Ich wollte noch die Balken hier. Das ist, dies ist der aktuelle Stand. Okay. Die Balken natürlich auch nochmal verstärken. Die kann man auch nicht auswählen. Ja, toll. Was ist das überhaupt für ein Scheiß? Oder habe ich da kein Gesetz gehabt, einfach, dass ich den jetzt einfach nicht auswählen kann? Zumindest würde ich behaupten, haben wir dann sowas für die Stabilität getan. Schon mal ein bisschen mehr. Indem wir das machen. Haben wir hier noch Metallsplitter? Jawohl. Okay, dann können wir noch mal eine Wand machen. Joa, dann fehlt noch die Decke und dann haben wir das hier unten bombensicher. Schon fast. Okay, das packe ich mal kurz damit rein. Den Poncho, den haben wir jetzt auch fertig. Mal gucken, wie viel der bringt. 6 bei Radioaktivität, 4 bei Kälte und bei allen anderen unten so 7 und 5. Also es bringt schon mal ein bisschen was noch zusätzlich, ne? Kann man das vielleicht noch irgendwie umtauschen? Nee, also es bleibt immer oben, ne? Ja, okay. Alles klar. Ein Umhang aus Tierhaut. Der sollte, also ein Poncho sollte. Oh, ist ja kein Regenponcho, ist ja nur ein normaler Poncho. Okay. Fail. Was machen wir nochmal eben? Ich würde sagen, wir gucken nochmal, dass wir unser Werkzeug reparieren. Haben wir natürlich kein Holz. Ach komm. Ach, weißt du was? Ach komm. Kannst mich mal. Was willst du ehrlich? Das ist mir lustig. Ich brauche keinen Stein, ne? Mensch, wir müssen mal wieder jemanden töten. Doch, da habe ich noch. Da habe ich noch Holz. Warum habe ich da noch Holz? So, und dann können wir aber doch mal. Stein habe ich jetzt gar keinen mehr, ne? Stein war es dann wohl, oder? Nee, da ist noch Stein. Okay. So eiserne Reserve sozusagen hier. Reparieren. Okay, die ist schon mal wieder perfekt. Und da können wir auch reparieren. Und das. Zeppidi, zeppidi, zepp. Okay, ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, auf Wiederschauen.